Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gothic 1. Ich dachte, das wäre schon geklärt. Und wir sind jetzt endlich in Kapitel 2 angelangt. Und klar, dass das Ärger gibt. Soll mit irgendwelchen, soll mit den Mondpriester reden. Brauch einmal. Oh, brauch ich mal wieder Pfeile? Nee. Nee, jetzt könnte man besorgen. Aber nicht halt besonders. Problem ist halt, ich habe noch nicht den Namen gemerkt. Vielleicht lassen die Jura einfach so rein. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus! Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Was? So einfach? Lester hat gesagt. Was? Gott. Das ist so einfach, das hätte ich nicht gedacht. Hallo? Shani? Hallo? Hallo? Ja, halt nicht. You're not allowed to talk to us. 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 Ja, dann halt nicht. Okay. Dann warum habt ihr den Namen, wenn ich eh nicht spielig machen darf? You're not allowed to talk to us. So, wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, guck die nicht hin und ich kann das Schloss knacken. Verdammt. Verdammt. Ach, okay, was war's? Links, links, rechts, links. Links, links, rechts, links, rechts. Links, links, rechts, links, rechts. Mist. Doppelrechts. Links, links. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Yo. Hat sich gelohnt. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Okay. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay. Klippe hoch, dort, wo ich das Meer sehen kann. Da habe ich eine Ahnung, wo. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Danke, mach's bitte noch. Mach's bitte noch einfacher für mich. Der. Da war ich doch. Da war ich doch wohl in der letzten Folge. Okay, cool.
cool. Wobei ich hatte hier eigentlich ein bisschen vor, woanders hinzugehen jetzt. Aber okay, macht ja nichts. Ich wollte nicht erst noch ein bisschen erkunden, ein bisschen leveln, aber... Und eventuell ein paar, wie heißt es, Supai und sowas töten. Wenn ich sowas finde. Ich glaube kaum, dass sie daran. Ich meine, die Karte ist ja nicht allzu groß. Wenn man das echt mal so sagen darf, aber... Es dauert doch schon ein bisschen, wenn man von A nach B kommt. So, wir suchen jetzt erstmal eine Hütte und schlafen, damit wir mal ein bisschen Licht haben. Und dann will ich mal gucken, ob wir den Schmied ja ein bisschen was abluchsen können. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Du hattest deine Tage... Ich will handeln. Was willst du? Der hat ordentlich was am Zeug. Er hat richtig ordentlich Zeug, aber was soll ich mit dem Scheiß hier? Was war weg damit? Aber ich krieg da auch nicht mehr für Bären als jetzt sonst auch. Also. Wirklich lohnt, tut sich das nicht, ja, aber. Wir gucken, 237, geht das mit den 10 hin? Hm, 238. So, ich mal dein ganzes Erz, Dankeschön. Das ist bestimmt nicht dagegen, wie ich dein Bett benutze. Okay, Fokussteine. Also ich habe schon irgendwie geahnt, dass man mit diesem Portal was machen kann, aber das Fokusstein direkt ist, hätte ich sie geahnt. Ich will mit dir handeln. Gut. Warte, irgendwas Besonderes jetzt? Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. 37? Lass uns lieber über was anderes reden. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay, ich muss mal gucken, was meine Waffe gerade macht. Also 26 Stärke habe ich. Und die macht 33 Schaden mit 13 Stärke. 26 habe ich, okay. War doch klar, gut. Bin ich auf 37 Schaden upgraden. Perfekt. Nur ein bisschen blöd, dass die Waffe eigentlich angezeigt wird, aber. Wahrscheinlich hast du recht. Meiert. Dachte, das wäre schon. Kann schon sein. Das passiert. Meine würde ich jetzt gerne noch alle nehmen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Nein, nicht den Chess-Knüppel. Keiner will Knüppel. So. Oh, ich habe einen Drachenwurz. An die Bergmoos. Manche lernen eben gar nichts dazu. Man darf auch nicht alles. So, das kann ich nicht alles verkaufen. Hey, drin, Mana drin brauche ich nicht. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. War doch klar, dass das Ärger gibt. Jo, Alter. Oh. An der Geschichte muss wohl. Ja, wie gedacht, das wird irgendwie schwieriger. Oh. Oh, das ist so viel Herz. Wahrscheinlich hast du recht. Manche lernen eben gar nichts. Der richtig viel erster Typ. Wir können immer hier brauchen. So heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja, dann will man den Rest mit Arzt noch mal, Freund. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Jo, deutlich stärker. Oh, wie bin ich den Abend so ein bisschen schwer, mich gefällt mir nicht. Okay, Sumpf. Ich brauche Erfahrungspunkte. Ein bisschen Stärke und Geschick leveln. Sollte man ab und zu mal speichern. Ich muss halt aufpassen, im Sumpfwasser bin ich teilweise arschlangsam. Ich weiß zwar, ich soll Fokusstein holen, aber es gibt Sachen, die sind genauso wichtig. Oh Gott, sind das hier nur Fliegen? Ich weiß nicht warum, okay. Manche Viecher das für, dass der Bogen einfach nutzlos ist. Oh lol. Sag ich dir nicht? Oh lol, ich bin viel zu schwach für den. Dann sollte ich diese Richtung meinen. Das ist ja richtig kacke. Ich habe nicht mal mit meiner neuen technischen Errungenschaft schaffe ich es. Lächerlich. Ich möchte Schriften über meine Übersicht zum Lager. Ich kann auch mit den Leuten jetzt reden. Die verschiedenen Resistenzen hochpushen. Nice. Und auch richtig Runenzauber. Warte mal, wenn ich jetzt mit jedem Guru reden kann, kann ich ja jeden Scheiß theoretisch jetzt erlernen. Okay, es ändert einiges. Also, wir sind bei einigen Leuten. Ich müsste es aber jetzt am besten herausfinden, wo ich einen Bogenmacher finde. Weil ein neuer Bogen wäre ja wirklich nicht schlecht. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. So, da war noch ein Guri am Marktplatz. Ich kann ja auch erstmal ein bisschen der Story folgen, ne? Also, so viele Nemesis hat das Spiel auch nicht, wie ich von einem Arbeitskollegen gehört habe. Okay, der redet nicht mit mir. Jetzt werde ich solch einen richtig guten Bogen herkriegen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kann ich Lester mitnehmen? Oder Lester fahren? Oder seine Meister? Ich dachte, das wäre schon lange. Der schläft. Wie kann ich kann dir die wichtigen Orte. Der schläft. Verlass dich. Hey du! Die richtige Entscheidung. Oh, hat mit mir gesprochen. Ich darf jetzt offiziell mit ihm reden. War das nicht so? Nee, Spaß beiseite.
Das ist ein bisschen eklig, dass du die Sumpfeier einfach noch nicht packt. Ich hätte mich so mächtig gefühlt mit der neuen Rüstung, aber Sumpfeier als Grenze ist schon... boah. Lol. Die Spawn-Kreaturen teilweise. Das ist gut. Andererseits sind jetzt alle Wege wieder ein bisschen blockiert. Oh, ich habe mich jetzt so ewig lang durch den Wald gekämpft. Sind denn schon wieder Viecher da? Na, es macht auch den Unterschied, so level ich wieder ein bisschen und schaffe wieder stärker Kreaturen. Also auch nicht schlimm. Ist eigentlich auch gut so. Und ich krieg wieder eine ganze Menge Gold. Erz. Na komm her, wenn du sterben willst. Schaffe ich den Wolf, den einen? Easy. Oh, meinte ich könnte... Eigentlich schaff ich schon einen Schattenlöwe? Also um jetzt um die Sache zurückzukommen, die mir ein Arbeitskollege gesagt hat, es gibt eine lange, große, versteckte Questreihe, die Guru-Quest. Eine, ich nenne es mal, riesengroße Schatzsuche. Ich meine, ich habe es mir gesagt, ich habe Ghost Recon 1 noch nie gespielt. Ich habe es ja schon mal gespielt, aber nie, ich glaube, Dialoge, Only Skip und sowas. Hauptsache kämpfen. Also man kann also sagen, ich habe es mal gespielt, aber ich habe es nicht nie gespielt. Kann man nicht so sagen. Jedenfalls muss man fängt es an mit einem Buch oder sowas. Auf jeden Fall findet einen Hinweis und so beginnt die lange Schatzsuche. Entweder ich habe Glück und ich finde das oder halt nicht. What? Okay, ich speichere mal lieber. Oh. Ja, Schattenlöwe. Nein. Das könnte ich mir schon denken. Das ist zum Thema Schattenlöwe sofort nö sage. So viele Warane. Oh, genauso gut wie gefährlich. Ich frage mich ja, wie man die Trefferquote des Bogens erhöhen kann. Kann man da nochmal skillen oder wie wird das in die Realität? Weil teilweise ist es ja hardcore nerven, wie man schießt und verfehlt. Ich meine, jetzt ging es ja noch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und ich muss herausfinden, wie man Fleisch sprät.
oder kocht oder zubereitet. Ich will mich nicht darüber belesen. Es ist eine goldene Regel. Was ich meine, ob ich gesagt, ob ich schon habe, kann ich nicht vergessen. Ich weiß zum Beispiel, dass in der irgendeinem Wasserfall so ein Dungeon ist, wo man da eine gute Rüstung herbekriegen soll, aber dafür musst du irgendwie auch erstmal mit Zardos was reden. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Rückzug! 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 Ja, was bedeutet ihr Interesse? Perfekt. Ich weiß, es ist das beste Nahrungsmittel. Aber mit das günstigste. Komm schon. Geht doch. Meine Fresse. Oder glaube noch nicht mal alle. Die kleinen Kleber haben sie echt in sich. Wenn er dann der Bogen auch nicht so scheiße wäre, teilweise. Ich glaube, die Trefferquote werde ich dann erhöhen, wenn ich mehr Geschick habe. Das heißt, ich sollte vielleicht nochmal zu Diego gehen und mein Geschick erhöhen. Und volle 10 Punkte. Sag es mal so, wäre keine dumme Idee. Oh, wie waren wir noch? 3 Stück. Kleinen Mistviecher. So stark sind. Krank einfach bloß. Aber halt 120 Erfahrungspunkte für so ein kleines Mistviecher. Und jedes Mal noch so eine Waffe. Ist halt alles Erz. Da könnte man sich auch Beine überlegen, von Lester, die von Dexter die andere Rüstung zu kaufen. Oder vielleicht harre ich ja noch aus, bis ich dann zu Garde gehöre. Oh Gott. Oh Gott! Sind das viele? Oh Gottes Willen! Wir sind jetzt ein bisschen unter, was ich mache. Schreibt es in die Kommentare, ob das Unfall ist oder einfach was klug ist. Oder ob das so ein 300 Dekomob ist.
Dann gleich verschwende ich gerade für 3000 an Pfeilen, aber. Scheiße, ja. So komme ich zumindest jetzt schon in die Höhle rein. So, jetzt muss ich was warten, bis die anderen beiden noch die Interesse verlieren. Oder den Preis, wo ich es angreifen kann. Na, bist du es nicht mal an? Den kann ich nicht anvisieren. Jetzt. Ich würde sagen, fucking 300 EQ Move. Wie tötet man eine Horde von Gegner, wenn man einfach zu schwach ist? Man nutzt ihre Inkompetenz aus. Indem man sie auf den Felsen stellt, wo sie nicht hoch können. Ist das schon unfair? Also ich weiß, es ist Bug-Using, ne? Und ich weiß nicht, hab mir das Leben damit jetzt richtig einfach gemacht. Ich bin ehrlich, ich hätte gegen die keine Chance gehabt. Das kann ich ehrlich so sagen. Boah, das sind so mehrere noch. Okay, das ist so gemacht, dass ich sogar unten dann wieder hochkomme. Nice. Kann ich die jetzt noch von hier so töten? Den ja. Und dann ist da noch der eine da hinten. Genau, komm her, ich schwamm. Komm schon, oh Jesus. Bitte. Abwarten. Oh, da ist schon wieder was Lilanes. Weil jetzt, als ich die Lila Texturen hatte, hat das Spiel rumgebuggt danach. Krass rumgebuggt. Ey. Wenn du mich jetzt angreifen darfst, wäre das mega unfair, mein Freund. Na komm schon. Lass mich dich anvisieren. Na komm her, genau. Komm Richtung Land. Komm. Vielen Dank. Oh, das hat sie gut gelöst. Mit dem Hochspringen. Das klappt teilweise sehr gut. Weil er da oben guckt, zieht er sie auch wirklich hoch. So, das waren jetzt satte 1000. Was? 2000 Erfahrungspunkte. Nice. Das war jetzt gut. Ich glaube, hier wird doch kein einzelner Goblin mehr hocken. Alter, der Looter ist jetzt schon am Arsch. Das kann doch mal keiner erzählen hier. Dietrich.
Alma nach. Dieses Urzauber hält eine Reihe magischer Formen, die sich alle auf die Verwendung sogenannter Pokosteine beziehen. Nice. Und hier haben wir natürlich eine verschlossene Truhe. Nein, doch nicht. Auch gut. Ich glaube, ich hätte den Eimer noch besorgen müssen, weil ich wäre jetzt, glaube ich, zum Stein hin, zu dem Pokestein hingelaufen. Da hat er festgestellt, ja, geht doch nicht. Und dann hieß es, ja, du brauchst bitte den scheiß Eimer nach. Und ich könnte sagen, ey, ich habe jetzt einen Eimer nach. Also hätte ich das so oder so machen müssen. Oh, fuck. Ja, das ist nur noch einer. Hier einer von 20. Der hat den Anschluss nicht gefunden. Das Problem kenne ich. So, der Eimer nach. Was steht denn da drin? Kapitel 23. Die gebündelte Macht. Weiß ich, soll ich sowas laut vorlesen? Die gebündelte Macht, die im Inneren des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft, wird durch die Worte des Magiers freigesetzt. Beständig oder auf einen Schlag. Das liegt alleine in seinem Ermessen. Okay. Vielleicht wird der Fokus jedoch frei von der Macht. Es ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind viele Künstler der Arkanenkraft zugänglich. Auch ein neues Artefakt mit Energie zu füllen, ist mehr magische Gefolgenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Ein bisschen geschwollen ausgedrückt. Doch ein gebraucht Fokusstein wieder erneut aufzuladen, versteht nur Auserwählte diese Formel aus uralten Tagen, dient als Zeichen der hohen Gabe, so dass Wissende öffnet den Geist für die Worte alter Macht. Okay, wisst ihr nicht. Aber gut, ich hab den Eimer nach jetzt. Und ich stehe gut um Level ab. So, jetzt ist die Frage, sollte ich nochmal einen Abstecher ins alte Lager machen? Wegen Dexter? Nicht Dexter. Diego, oder warte ich, bis es richtig lohnt mit 20 Punkten? Weil mit 20 Punkten dann... sind das noch? Schaff ich das so schnell? Ja, hab ich eigentlich. Je nachdem, wo ich jetzt lang gehe, sind da einige Monster respawned und da habe ich dann wieder die Möglichkeit, unten ordentlich zu leveln. Ansonsten, ich kenne ja auch einen Spot, wo Snapper warten. Und dann alles in Geschick zu bauen. Was dann hoffentlich meine Schießkünste verbessert. Wäre echt genial. Weil ich hoffe, Geschick ist dann gleichzeitig mit Trefferquote verbunden. Alles andere wäre... ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber... bisschen verschwendet. Hallo, ich möchte mich nicht drehen. Hallo? Meine Fresse. Hier haben wir noch einen hier. Scavenger. War ein Ort, der mir am Anfang so ein bisschen verwehrt war. War ja dort hinten im Wald. Da gab es ja, irgendwann ist ich mich halt auf Snapper gestoßen und hab dann gesagt, nee. Gegen Snapper kämpfe ich nicht.
Naja, jetzt hat sie ja ein bisschen was geändert. Snapper schaffe ich. Ziemlich gut sogar mit dem aktuellen Equipment. Weil es ziemlich gut, deutlich übertrieben ist. Ich schaffe sie. Mehr will ich dazu nicht sagen. Weil wenn die einmal da rankommen und mich angreifen, dann war's das. Es ist einfach Fakt. Vielleicht hilft es einfach mal kurz, nicht zu schießen, dass ihr einfach mal eine Sekunde wartet zwischen den Schuss. Um halt meine Trefferquote ein bisschen zu erhöhen. Oh, hier ein Lorke, zwei Stück. Nee, bringt nicht wirklich was. Da darf ich doch die Quest nicht vergessen im neuen Lager. Da gibt es auch noch so eine Lorke-Quest. Die mit den Dammlorke. Ah, schade, wie treffe ich die von hier? Jawohl. Je mehr ich von hier angreifen kann, desto besser. Bitte. Ist einfach zu weit weg. Ne, es wird auch noch nichts. Oh doch, den habe ich hier angegriffen. Aua. Kann man das halt bitte einer erklären? Mit einem Bogen schaffe ich die. Okay, der Bogen macht doch deutlich mehr Schaden. Aber ein Schadenspunkt, das ist doch lächerlich. Komm schon. Leute, ihr könnt mir nicht weismachen, dass ein Schadenspunkt so viel ausmacht in Gothic. Könnt ihr mir nicht weiß machen. Schön, dass Lurker auch natürlich Einzelgänger sind. Greift man jemanden aus dem Hude an, juckst die nicht. Bitte. 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 Lass mich hitten, lass mich hitten. Ich sollte natürlich nicht Akrobatik nicht vergessen zu leveln. Alter, das sind hier viele. Na, wer zuerst? Das hat sich gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt, in doppelter Hinsicht sogar. Also, es hat sich nicht nur gelohnt wegen den, sag schon, Erfahrungspunkten, sondern einfach nur wegen dem Loot. Es ist so krass viel Loot jetzt gewesen.
Da bin ich echt mal sehr gespannt, was dann passiert, wenn ich dann mal alles auf geschickt ballere. Jetzt meine ganzen 20 Punkte. Da bin ich dann bei 40 geschickt. Das heißt, ein Armbrust dürfte dann eigentlich auch kein Problem mehr darstellen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich da meine Trefferquote verändert, der Schaden. Allgemein mal so zwei so paar Skalierungswerte. Jetzt werden wir kurz auf die Karte gucken. Wir gehen nur dann mal hoch in den Norden dann. Aber erst dann möchte ich meinen Bogenschieß upgrade, Geschick upgraden. Eine neue Rüstung lassen wir jetzt einfach mal weg. Weil da sehe ich jetzt echt keinen Sinn. Wenn ich stark genug bin, die Gegner zu töten, bevor sie zu mir kommen. Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt. In Extremo? Hochverehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und Butler, ich präsentiere Ihnen In Extremo! Rex, Dr. Kumonte? Bitte in Mordom, in Anzolom, Nupram, in Anfoplana, Bioja des Junga, Bergatrolle, für Gomez. Kannst du mir was bei... Ja. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und komm bald wieder. Mach's gut. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist gebratenes Fleisch. Ich sag's nur mal, kann es nichts anhören, das hört sich echt nicht schlecht an. Ich glaube, sowas kann man auch mal vergessen. Verpassen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh Gott, das sieht so falsch aus, was ich da mache. Ja, 5 Punkte, was mehr macht, und dann wäre das halt deutlich gestiegen. Das muss aber schon noch irgendwie schneller gehen. Ja,
Es dauert jetzt ein bisschen. 200 Stück gleich zu braten dauert das schließlich ein bisschen. Mal. Aber wir werden uns definitiv mal einzeln in alle Ruhe komplettern. So, Witzzeit nehme ich einfach mal. Das könnte man sich jetzt mal anhören. So, ich habe jetzt 40 geschickt. Das ist jetzt schon einiges. So, jetzt gehe ich erstmal hoch in die Ecke. Dann werden wir uns dann in der nächsten Folge mal um die Pokestein kümmern. Ich kann nicht auch schon Orks jagen. Nee, ich glaube, den steigt wieder nicht aus dem Kopf. Orks jagen. Kann froh sein, dass mich die Orks nicht jagen und da will ich Orks jagen gehen. Blutfliegen. Oder Blutflieger. Okay, bei einer Blutfliege merkt man den Unterschied nicht gerade wirklich. Das kann ich mich ja auf jeden Fall erst auf Fleisch ernähren. Okay, damit hat das nichts zu tun. Schieß auf kurze Distanz immer noch so wieder nehmen, wie davor auch. Also, man kann schon sagen, die Punkte wurden wasted. Gefühlt. Wobei, kommt immer drauf an.
Okay, sie haben die Witterung abgenommen. Übermut. Nein, ich glaube, das ein Rand kriegen. Ich glaube, das ein Pullen. Ich wirklich das ein Pullen kriege? Oder so. Nein. Ja. Ich sag mal so, es ist schaffbar. Aber knapp schaffbar. Und da unten sind... Ah ne, hier ist das Vieh. Die Mother Rat. Nein. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mein Glück nochmal versuchen. Es war wirklich Glück, dass ich die geschafft hatte. Doch, jetzt. Oh, das war ein guter Treffer. Dieser Versuch hat zwar deutlich mehr gekostet an Pfeilen, war aber umso besser. Halt, Pfeilhöhe. Oh, ne Scheiße, man darf die Höhen nicht unterschätzen. Doch, hier unten ist doch noch so eine Monorad. So, die Snapper-Höhle. Jetzt möchte ich es aber auch wirklich wissen. Das ist die Frage, wann, wie kann ich da meine Attribute verstärken? Weil 30%? Es entweder man findet später noch Items. Es gibt bloß die Kritrate an und die Trefferquote erhöht man halt durch Geschicklichkeitspunkte. Oh Gott. Weil es wäre mir lieber, wenn der Schaden ein bisschen mitskalieren würde, aber. Ich glaube, das ist nur Gothic 3 so. So, es gibt ja noch einen anderen Weg, den würde ich ja erkunden. Könnte theoretisch auch noch Richtung neues Lager gehen, den Dammloker töten. Aber es kann genauso gut sein, dass wenn ich dorthin gehe, die Leute sofort sauer auf mich sind, weil ich bin ja ein Schatten. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ich weiß nicht, ich kenne zwar den Cheatcode. Wie das geht, also, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man muss ja bloß hier hingehen und Marvin eintippen, glaube ich. Und dann kann man mit F80 hochgehen und fliegen sozusagen. Darf ich den verwenden? Wenn ich jetzt so stuck sein sollte? Alter! Denn mehr als 2 kommen, bin ich am Arsch.
Es kommt 3. Und wenn ich das von hier aus angreife? Kommt es 2. Nein. Nein. Fuck you. Komm schon. Bitte. Es ist lucky. Da haben wir so, wie es ist, Bogenschießen ist in der Hinsicht lucky. Lucky as fuck. Entweder man trifft oder man trifft nicht. Und wenn man trifft, ist auch lucky, wie stark man trifft. Wobei, was welcher das ganze Mal noch trifft. Weil das ist ja echt wegweisend gerade. Also wenn mir die Götter holzen, schaffe ich die Snapper. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist vielleicht schon die Götter holzen dafür. Den möchte ich gern haben. Alle drei hier am Arsch. Schaffe ich nicht. Das, was hier oben zu stehen? Eigentlich nicht. Ich kann so die Snapper umgehen. Vielleicht habe ich auch den Höhenvorteil. Ich habe die Probleme, hier den Felsen hochzukommen. Hat ja schon mal gut funktioniert. Nein. Dann umgehe ich sie. Könnte zwar schleichen, aber ich halte nicht mehr vom Schleichen. Ich sag's mal so, ich komme hier hin. Um dann von dem fucking Räuber erschossen zu werden, leckt mich doch am Arsch. Was ist denn logisch, bitte? Okay. Ich meine, ich kann da oben Hallo sagen.
nö, wir spielen das Wartespiel. Weil du Mist, gell, hast nicht verdammt viel Zeug dabei. Oh lol. Kann auch sein, dass es wie Abtrünnige sind. Komm schon. Komm schon, bitte. Bitte. Danke. Nein, da kann ich Bier trinken. Ja, du hast verdammt viel Zeug dabei, aber die Ausbeute ist halt so, naja. Willst du nicht sagen Kacke, aber Leute, wie sind das denn hier? Warte, will ich sagen, das Lager muss schon bei der nächsten Folge auf. Das wird eine richtige Herausforderung. Im aktuellen Stand jetzt einen Räuber zu töten. Also, da bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.